Das Wort hat der Abgeordnete Jörg Owan, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind am Ende einer langen Debatte. Wir sind am Ende von viel Arbeit. Und es gehört sich nicht nur so, sondern es ist uns auch ein Anliegen, sich bei allen zu bedanken, die an der Erstellung, der Erarbeitung, der Erklärung, der Erläuterung, der Veränderung des Haushaltsplans 2017 für Hessen mitgewirkt haben. Und genauso wie eine Reihe meiner Vorredner möchte ich mich auch bei unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, Frau Groß, bedanken. Ich möchte mich aber auch bedanken bei der Zuarbeit durch das Ministerium. Verehrter Staatsminister Dr. Schäfer, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Fraktionen haben aber auch einen gehörig guten Job gemacht, und alle diejenigen sollen hier mit einem Beifall bedacht werden. Es ist ja schön, wenn Kollege Kaufmann gute Laune hat, dann haben die anderen auch eine bessere. Aber eins, lieber Kollege Kaufmann, hat mich nicht beruhigt. Ihre Aussage, ich könne darauf vertrauen, dass Sie nicht in irgendeiner Weise an das Geld der Rücklagen gehen und Wahlkampf damit machen. Oder aber, was mich noch viel weniger beruhigt hat, ist die Aussage, dass jetzt ja auch konjunkturell alles so kommen würde, wie Sie es vorausgesagt haben. Ein bisschen provozierte mich heute Morgen der Antrag, den Sie zu einem anderen Tagesordnungspunkt eingebracht haben und wo Sie auf die Netto-Kreditaufnahme aus dem Jahre 2010 in Höhe von 2,5 Milliarden Euro verwiesen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, beamen wir uns einmal 6,5 Jahre zurück. Was war da? Da war eine Finanzkrise, die sich zu einer Wirtschaftskrise ausgeweitet hat. Diese Finanzkrise war 2, 3 Jahre vorher überhaupt nicht erkennbar gewesen. Jedenfalls hat keiner davon gesprochen. Und das Land Hessen hat ein Konjunkturprogramm in Höhe von 1,7 Milliarden Euro aufgelegt. Woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit, dass eine derartige Situation nicht wieder passiert? Woher nehmen Sie die Sicherheit? Ich kann sie nicht sehen, diese Sicherheit. Und wir haben politische, ich will jetzt vom Hessischen Landtag aus dem Podium keine geopolitische Diskussion beginnen, aber wir haben doch Umwälzungen überall in der Welt, von den Wahlen in Amerika, über die Veränderungen der Führerschaft in den G20-Ländern. Es ist doch eigentlich bis auf Frau Merkel keiner mehr da, von denen, die auf den Bildern noch vor ein paar Jahren standen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen alle nicht, was die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika bringt. Und deshalb sagen wir, liberale Freunde, so viel wie möglich Geld muss jetzt zum Schuldenabbau genutzt werden. So viel wie möglich Geld muss jetzt genutzt werden, damit wir, sollten schlechte Zeiten wieder kommen, diese auch in irgendeiner Weise aktivieren können. Und genau das macht dieser Haushalt nicht. Mir ist das aufgefallen mit den 2,5 Milliarden, weil das springt ja so ein bisschen, und das ist ja die Masche von der CDU und insbesondere auch von der Landesregierung, immer zu erklären, dass die FDP an allem dran schuld sei und sich verabschiedet habe von der gemeinsamen Politik. Diese 2,5 Milliarden zusätzlichen Schulden im Jahre 2010 waren zu einem Großteil von der Alleinregierung Roland Koch verursacht. Ja, wir haben sie dann mitgemacht, weil das Konjunkturprogramm schon aufgelegt war. Aber ich habe das hier von diesem Pult und mein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender Florian Rentsch bestimmt 100-mal gesagt. In einem Buch für einen Ordnungsliberalen steht nicht drin, mache ein Konjunkturprogramm, sondern da steht etwas anderes drin. Trotzdem haben wir es mitgemacht. Also bitte jetzt nicht noch so tun, als die FDP dabei war. Da war die Nettokreditaufnahme aber so hoch. Und seitdem die FDP nicht mehr dabei ist, leben wir anders. Nein, nein. Diese Geschichte zeigt etwa einen ganz anderen Weg. Aber ich komme wieder zurück zum Haushalt 2017. Ich komme wieder zurück zum Lieber Kollege Arnold, einer nach dem anderen. Und wenn es Ihnen noch in irgendeiner Weise, dann machen Sie eine Wortmeldung, und dann können Sie gerne sich hier vom Pult noch einmal produzieren. Ich habe Sie jedenfalls ungestört Ihren Vortrag vortragen lassen. Aber ich will Bezug nehmen, lieber Kollege Walter Arnold, auf Ihren Redebeitrag. Ich habe mich schon gefreut, dass Sie begonnen haben, das Lob über die Haushaltssituation im Lande zu beginnen mit dem Schutzschirm.
Das war Ihr erster inhaltlicher Beitrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war vernünftige Politik, die die FDP und die CDU im Zusammenhang mit den Kommunen in Hessen gemacht hat. Und eines der Produkte war der kommunale Schutzschirm. Leider haben Sie diesen Satz nicht gesagt, sondern Herr Wintermeyer musste dann hier sehr platt als Staatsminister äußern, dass die FDP sich ja von allem verabschiedet hatte, was gemeinsame Politik ist. Ganz im Gegenteil. Das Erfolgreiche ist zum Beispiel der kommunale Schutzschirm und wie er ausgestattet worden ist. Liebe Freunde, ihr wisst es, ich werde nie aus Koalitionsgesprächen zitieren, aber die FDP war dabei, als das gemacht worden ist. Vielen Dank für den Hinweis auf den Schutzschirm. Nächstes Mal bitte noch dazu sagen, da waren die Liberalen auch dabei. Und jetzt lassen Sie mich aber vollkommen abgehen von Ihren Vorschlägen. Weil die haben wir jetzt schon 23 Mal diskutiert. Und ich gehe auch nicht mehr ein auf das, was der Kollege Schmidt zu Recht gesagt hat, dass es ja eigentlich für die Tüte ist. Und jeder, der einen Freund namens Baum hat, sollte eigentlich keine Anträge stellen. Weil das Papier, auf dem die Anträge gedruckt werden, ja doch nichts bringen, weil in einer doch sehr eigenständigen Art und Weise die Regierungskoalition aber auch alles abgelehnt hat, was die Opposition auf den Tisch gelegt hat. Ich möchte Ihnen sagen, zu Ihrem Entwurf für den Haushalt gibt es auch Gegenentwürfe. Es ist möglich, mit den Finanzmitteln, die das Land Hessen hat, die unsere Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die unsere Unternehmen erwirtschaften, das sind ja nicht wir 110 Abgeordnete, wir zahlen auch Steuern, aber nicht so viel, um einen Haushalt ausgleichen zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mit diesen Voraussetzungen man mehr machen kann für eine vernünftige Zukunftsinvestition in Digitalisierung, in Bildung und in Infrastruktur. Wir wollen, dass dieses Land modern nach vorne geleitet wird und nicht, dass es mit kleinen Karos verwaltet wird. Wir wollen eine Digitalisierung, die es auch wirklich wert hat, Digitalisierung zu sein, die auf der einen Seite die Mitarbeiter in der Verwaltung des Landes Hessen entlastet und auf der anderen Seite die Möglichkeiten schnellerer Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger öffnet. Das geht in diesem Zeitalter nur mit einer enormen Anstrengung bei Digitalisierung. Da müssen wir es auch tun. Und interessant ist es ja auch, dass nachdem Florian Rentsch und ich die Vorstellung der FDP vorgestellt haben, und wir vorgeschlagen haben, dass es einen Chief Digital Officer gibt, dass nunmehr auch die Landesregierung gehandelt hat. Das ging ja relativ flott. Vielen Dank dafür, dass Sie etwas Ähnliches, nicht dasselbe, darüber wollen wir ja noch reden, haben wir im Haushaltsausschuss beschlossen, aber etwas Ähnliches gemacht haben. Es muss, ich sage jetzt sehr bewusst wieder, weil so etwas Ähnliches gab es ja mit Herrn Westerfeld und mit Herrn Lemke schon, eine Zentralisierung in der Verwaltung geben. Da kann jedes Haus nicht parallel arbeiten, sondern es muss zentralisiert werden. Das war der Vorschlag der FDP. Sie haben ihn abgelehnt, aber das mit wohlwollenden Worten. Da hatte ich auch gute Laune, Herr Kaufmann, als Sie mir gesagt haben, euer Antrag von der FDP ist ja eigentlich gut, aber schade, wir können ihn leider nicht mit abstimmen. Aber möglicherweise treffen wir uns ja wirklich noch bei der Umorganisation. Es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Debatte in keinster Weise um Parteipolitik, sondern es geht darum, wie kann ich diese Verwaltung weiter fit machen, dass sie trotz höherer Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, trotz zusätzlicher Kosten woanders effektiver und effizienter wird. Wir Liberale geben jedenfalls die Hand dazu und sind auch bereit, nicht immer nur populäre Maßnahmen als Opposition mitzutragen. Zweiter Schwerpunkt ist die Bildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, in jeder Rede, nicht nur zu den Haushaltsplänen der Schule und der Kultur, sondern auch der Damen und Herren Fraktionsvorsitzenden, wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, weiter in die Bildung in Hessen zu investieren. Ich muss aber, Herr Kollege van Ooyen, sagen, den Zustandsbericht, den Sie eben abgegeben haben, ist jedenfalls kein Zustandsbericht über Hessen. Sie mögen da vielleicht noch alte Länder im östlichen Teil Deutschlands vor Augen haben. So verlottert ist das Schul- und so verlottert ist das Kindergartensystem in Hessen auf gar keinen Fall. Und es ist auch unfair, gegenüber den Kommunen so etwas zu äußern.
Wenn ich heute Abend zu meiner Frau komme und sage, du Sozialdezernentin, ich habe jetzt im Landtag von Herrn van Ooyen gehört, deine Kindergärten verlottern alle, dann wird die ganz schön stinkig sein und auch zu Recht. So geht man mit Kommunalpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht um und gerade dann noch, wenn man meint, man ist basisnah. Aber Sie sind ja abgehoben. Sie leben ja gar nicht hier in dieser Gesellschaft. Sie leben ja in einer Scheingesellschaft. Aber trotzdem gibt es Dinge, die weiter ausgebaut werden müssen. Und René Rocke und ich haben schon in der letzten Legislaturperiode von diesem Pult aus in den Kabinettssitzungen, in Koalitionsrunden darauf hingewiesen, dass frühkindliche Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Nur was Hänschen lernt, kann Hans nachher machen. Und Hänschen lernt auch einfacher als Hans. Liebe Kollegen, merkt ihr das nicht selber bei euch selbst? Merkt ihr das nicht selber bei euch selbst? Frühkindliche Bildung ist deshalb ganz besonders wichtig. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass das erfolgreiche Programm, das wir in der letzten Legislaturperiode aufgelegt haben, so viel zum Thema Kontinuität, von Stefan Grüttner damals ja schon bekämpft und jetzt wieder eingestampft worden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen im vorschulischen Bereich mehr für Bildung tun. Das ist nicht nur eine Frage der Integration von Migrantenkindern, sondern das ist eine Chance für jeden jungen Hessen. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann und seine Schultüte bekommt, der hat schon im weiteren schulischen Leben verloren. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann, ist nicht nur in Deutsch schlecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern er ist bis auf Sport und Musik in allen Fächern schlecht, weil er versteht es nicht richtig, was dort gelehrt wird. Er kann damit intellektuell nicht richtig umgehen. Und was macht die Landesregierung? Diese Programme werden lieblos auslaufen gelassen. Es wird gesagt, es wird evaluiert. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Liberale haben da ein Gegenprogramm. Und das Gegenprogramm heißt mehr finanzielle Ausstattung in die frühkindliche Bildung. Und darüber hinaus aber auch ein Ausbauprogramm für 100 Millionen Euro Investitionen in die Baulichkeiten, insbesondere von Schulen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht zu finanzieren. Wir haben es bewiesen. Letzter Schwerpunkt der Freien Demokraten in Hessen ist die Mobilität. Und ein wesentlicher Bestandteil von Mobilität ist nun einmal, auch wenn es der Verkehrsminister nicht akzeptieren möchte, Straßen. Also ich bin ja überrascht, dass ich gelesen habe, dass er nächste Woche tatsächlich mal an einem Straßenausbau teilnimmt persönlich. Ich habe ihn jedenfalls in den letzten 2,5 Jahren nirgendwo gesehen, weder persönlich, zum Beispiel bei uns in der Wetterau, eine große Umgehungsstraße, die Florian Rentsch als Verkehrsminister erlaubt hat, nämlich die Nordumgehung von Karben. Ja, erlaubt deshalb, weil das Finanzierungssystem ein besonderes gewesen ist. Das war kein KIM, das war wieder etwas anderes gewesen. Es wurde organisiert, es ist eröffnet worden und vielen Dank, dass Frau Puttrich dann die Landesregierung vertreten hat. Aber eines ist Aufgabe des Verkehrsministers, bei einer solchen Maßnahme anwesend zu sein. Nein, er will ja keine Bilder haben. Er ist weder bei der Grundsteinlegung am Flughafen, beim Terminal 3, noch ist er bei irgendwelchem Straßenbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann man Politik machen und wir werden es in 2,5 Jahren sehen, wie das die Menschen in unserem Lande beurteilen. Nur eins ist klar, es wird für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht von Vorteil sein. Desto weniger funktionierende Infrastruktur wir haben, desto schwieriger kommt man von A nach B. Und das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genauso wie für die Unternehmer. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen deshalb das wahrmachen, was in der dopischen Buchung eine Selbstverständlichkeit wäre. Wir wollen nämlich beim Landesstraßenbau in Gänsefüßchen nur in Gänsefüßchen das in den Haushalt hereinhaben, das tatsächlich als Wertverfall in unserem Geschäftsbericht steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eigentlich das Minimum von dem, wenn man Infrastrukturarbeit leisten will. Aber es ist um Längen mehr, als diese Landesregierung vorlegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb zusammenfassend sagen, es gibt ein Gegenmodell für Ihre Haushaltspolitik. Dieses Gegenmodell haben wir Freie Demokraten vorgelegt und durchfinanziert, genau mit denselben Schwächen, die auch bei Ihrer Finanzierung sind. Und Herr Schäfer, tun Sie mir bitte einen Gefallen, und insbesondere sich selber, nicht wieder wie beim letzten Mal bei der zweiten Lesung aufzutreten und uns zu beschimpfen mit Dingen, wo Sie dann im Haushaltsausschuss sagen mussten, also ganz so war es ja auch nicht gemeint gewesen. Sie haben Ihre Töpfe, wo Sie nachjustieren können, wenn etwas klappt oder nicht klappt.
Das hat etwas mit Zinsen zu tun, das hat etwas mit Steuereinnahmen zu tun, das hat etwas mit. Und ich will jetzt nicht alle Tricks erzählen, damit die Kollegen, die nicht Fachleute sind, sie nicht alle wissen. Diese Tricks können wir genauso in Anspruch nehmen wie Sie. Und eines lassen Sie mich aber zum Schluss sagen, das hat etwas mit der Frage Haushalt, Denken in Zukunft zu tun. Wir haben in diesem Haushalt fast nichts Dopisches herinnen. Das ist alles noch kameral gedacht. Das ist alles noch nach der alten Schule gedacht. Als Roland Koch Ministerpräsident war, 1999, 2000 begann er schon, hat er stolz darauf hingewiesen, dass er umstellen will, dass er umdrehen will von kameral auf dopisch, damit man sich so benimmt, wie man sich in einem Unternehmen auch benehmen soll. Ich erwarte, Herr Finanzminister, dass wir uns in Zukunft intensiver dopisch unterhalten. Einer dieser Anträge ist der zum Landesstraßenbau. Sie können ihn immer noch übernehmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren.